Hallo liebe Rasenfreaks, hallo liebe Spindelmeerfreaks, heute live aus der Werkstatt von Andreas Kraus. Es geht um meinen Toro Greensmaster 3250D, D wie Diesel. Da steht er, der Toro Greensmaster. Heute möchte ich euch mal ein bisschen genauer die Technik von meinem neuen, was heißt neu, von meinem gebrauchten Toro Greensmasters 3250 erzählen. Ein Rasenmäher, der 4700 Betriebsstunden auf der Uhr hat. Was findet man bei so einem Rasenmäher an Verschleißspuren? Ihr glaubt es nicht, was ich da alles schon entdeckt habe. Lohnt es sich, ein Rasenmäher mit 4700 Betriebsstunden zu kaufen? Ihr werdet es erfahren in diesem Video. Bleibt dran! Ja, Freaks, hier seht ihr nun die Aufhängung der Spindeln beim Toro. Ja, wie ist das Ding aufgebaut? Wir haben hier so einen komischen Haken. Hier hinten ist der, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier hinten ist der Hubzylinder. Ich habe jetzt den Hebelmechanismus angehoben. Also ist der Hydraulikzylinder ausgefahren. Und über diesen Haken hier wird die Spindel gehoben. Deswegen sieht man hier auch diesen starken Verschleiß. Hier hängt immer die Spindel in ihrem Bügel drin und dann kann man damit hin und her fahren. Das Rad sitzt auf dem Boden auf und die Spindel läuft völlig frei hinterher. Sie hängt dann auch nicht mehr in diesem Haken drin, sondern der Haken ist abgesenkt. Der Schubarm schiebt über dieses Viergelenk, also hier ein oberes Gelenk, ein unteres Gelenk, hier ein kleiner Abstand zwischen den beiden Gelenken, schiebt die Spindel vorwärts. Dieser Bügel rollt über den Boden. Die Spindel wird hier mit diesen beiden Zugankern über den Boden weggezogen. Und das Interessante bei Toro ist jetzt, dass der Fangkorb, der sich am Laufe des Mähens mit Gras füllt, immer schwerer wird, nicht auf die Spindel drückt, sondern auf diesen Bügel hier drückt und damit auf die Rollen drückt. Das heißt, die Last des Korbes, die Last des Fangkorbes wird nicht auf die Spindel übertragen und dadurch bleibt der Schnitt komplett gleichmäßig. Wir haben nicht dieses sogenannte Scalping, der Rasen wird nicht gescalpt, durch immer mehr Masse wird die Spindel nicht stärker in den Boden reingedrückt und dadurch entsteht ein konstant gleichmäßiger Schnitt. Ja, diese Spindel ist hier wirklich gelagert und wenn man jetzt wenn man hier mal so drauf guckt, das ist total ausgeschlagen, das ist alles, das wackelt alles und auch das wackelt auch komplett hin und her und das darf es nicht tun, dieses hin und her wackeln, das ist überhaupt nicht gut. Das liegt daran, dass hinten da, wo der Hubzylinder ist, die ganze Lagerung komplett ausgeschlagen ist und jetzt bauen wir das Ding mal auseinander. Dazu schraube ich jetzt erst hier diesen oberen Hebel ab, dann schraube ich hier diesen Bügel ab und dann gucken wir mal. Dann schraube ich wahrscheinlich, dann ziehe ich hinten den Bolzen raus und dann kann ich das Ganze auseinanderziehen. So. So, Schraube ist raus. Bolzen raus und ihr müsst euch mal angucken, wie das Ding verschlissen ist. Da, hier komplett verschlissen, komplett eingelaufen. Der totale Schrott. Da sind so Buchsen drin. Die sehen noch verhältnismäßig gut aus. Die untere Buchse ist aber nahezu weg. Komplett weg. Jetzt machen wir den oberen Hebel ab hier. Handschuhe wieder an. Zusammengeknallt ohne Ende. Das ist noch niemals auseinandergenommen worden. Der hat jetzt 16 Jahre gelaufen und ist noch niemals repariert worden, richtig. Den hat man einfach immer mehr verschleißen lassen. Wahrscheinlich hat man dann zum Schluss seines Lebens, hat man damit immer die Grüns gemäht, wenn frisch gesandet wurde,
Das sieht man hier sehr schön. Hier oben drauf ist so ganz quarzhaltiger Sand. Das ist total interessant. Wenn diese Mäher in die Jahre kommen, dann nutzen die Greenkeeper diese Rasenmäher, um nach dem Sanden, nach dem Erifizieren und Sanden wieder zu mähen. Und das macht halt eben die Spindeln stumpf. Dann nimmt man halt die alten ausgelutschten Dinger, dann geht nicht ganz so viel kaputt, bis der Sand wieder weg ist und wieder mit den guten Mähern gemäht werden kann. Das sind vielleicht Bollermänner, diese Schrauben. Oh, die ist locker. Das ist interessant. Aha. So. Da sieht man auch sehr schön, wie das auch hier verschlissen ist. Alles. Boah, der geht noch. Der ist gar nicht so schlimm. Hier ist sogar noch die Buchse drin. Hier ist auch noch die Buchse drin. Das ist auch cool. Da war die andere Seite wesentlich schlimmer. Ja, hier wie gesagt, der Hubzylinder, der ist ausgefahren, hebt halt das Ganze hoch. Und jetzt gehen wir den großen Bolzen hier ran und ziehen den Bolzen raus. So, hier ist ein Blech. Ja, das ist schon etwas. Na, der ist schon ziemlich verknappelt. Oh. Das ist einfach die Sicherung des großen Zentralbolzens. Da haben sie so ein Blech aufgeschweißt und dann wird das einfach seitlich mit dem Loch versehen und damit ist der Bolzen jetzt schon frei. Jetzt könnte ich ihn theoretisch schon rausschlagen. Oh, so Freaks. Ohren zu halten. Jetzt geht's ab. Ja, nichts geht ab. Pustekuchen. Verdammte Kiste. Das ist leider ganz dicht am Reifen hier dran. Boah. Nicht ein Millimeter. Er ist total fest. Ja, Freaks, das wird nichts. Da packen wir jetzt ordentlich Rostlöser drauf, in der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ich muss jetzt das Rad abschrauben, um diesen Bolzen vernünftig rausschlagen zu können, um da richtig fett draufhauen zu können. Ich hoffe, das bringt es jetzt. Also ich kriege hier den Föhn. Aber jetzt wird das Rad runtergenommen. So. Und jetzt kloppen wir da voll drauf, ja. Na bitte! Kommt doch! Er kommt! Er kommt raus! Wahnsinn! Jetzt zu schräg nur ansetzen können. Unglaublich! Röhrschaden. Jetzt habe ich eine coole Idee. Jetzt nehme ich den alten Bolzen und hau damit den neuen raus. Kann auch nicht wahr sein. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Hier reinschlagen.
Yeah. Ja, 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 da ist er, ja. Ich bin völlig am Ende. Jetzt guckt euch mal diesen Bolzen an. Guckt euch mal an, was der hier für Absätze hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Das Ding ist komplett durch. Das ist so tief eingearbeitet. Ey, 16 Jahre Dauerbetrieb. Hinterlassen Spuren. Ja, Freaks, das ist halt die Schubstange, die vorne die Spindel vor sich her schiebt. Und hier kommen wir jetzt. Oh. Da sieht man jetzt sehr schön hier die komplett verschlissenen Lagerbuchsen. Das ist total hin. Da ist die Buchse auch nahezu weg. Die Buchsen sehen noch richtig gut aus. Das ist auch total vergnabbelt. Es ist einfach nur alles komplett ausgeschlagen. Ich habe das Gefühl, irgendwann ist die Wartung ausgelaufen. Man hat aufgehört, diese ganzen Lagerstellen vernünftig zu fetten. Dadurch ist dann die Lagerung immer mehr ausgeschlagen. Und dadurch hat natürlich die ganze Spurführung der Spindeln irgendwann versagt. Und es ist unglaublich. Das kann man auch anders machen. Ich denke mal, 80% kriege ich wieder hin. So. Das war's mit dem ersten Teil hier. Reparatur meines Oldtimers, meines Greensmasters. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin völlig am Ende. Ich bin völlig verausgabt. Aber cool, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Die Fortsetzung folgt. Tschüss.